Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin mit einem neuen Video. Ich begrüße euch. Ich habe ein Paket gekriegt von Merima. Liebe Grüße gehen an Merima raus. Ich soll erstmal mich filmen beim Auspacken und dann kann ich ein Unboxing machen. Ich weiß nicht, was drin ist. Sie klang sehr fröhlich, also es könnte alles sein, von einem Scherzartikel bis irgendwas zum Sport machen oder was weiß ich. Also ich bin mal sehr gespannt. Bin ein bisschen durchgeschwitzt, Entschuldigung. Wir sind nämlich gerade dabei, die Keller zu entrümpeln und Sperrmüll fertig zu machen. So, dann fangen wir mal an. Wartet mal, ich mache mal ein bisschen näher zu mir. Ich hoffe, man sieht mich jetzt gut. So, machen wir ein bisschen höher machen, wa? So. Jetzt sieht man mich gut. Ich muss erstmal aufmachen. Ich gucke noch nicht hin. Ich mache mal lieber die Augen zu, nicht, dass da ist ich blinzel irgendwie. Karton. Hier ist ein Zettel bei. Sonst ist nichts weiter. Und das Papier drumherum. Mach mal so, dass ihr das zuerst seht. Ich hoffe, man kann was sehen. Ich versuche Papier wieder halbwegs rumzumachen. Ich hoffe, das ist ein blickdichtes Papier. So, jetzt gucke ich. Keine Ahnung, schwarz-lila. Atlas Air. Oh, ein Turtle Beach. Atlas Air. So denn biegen? Sie hat gesagt, ich soll denn soll biegen. Spaß beim Biegen. Weil mein Turtle Beach musste ich biegen, weil der zu eng drauf war. Ich habe ja das. Steel Dingsbums Max da. Was für PlayStation, PC geeignet ist und halt Bluetooth hat, um ein Handy mit anzuschließen. Atlas Air. Sieht stylisch aus. Und es hat auch Bluetooth. Wireless Bluetooth. Mikrofon. Ich werde es jetzt nicht auspacken, obwohl ich jetzt gerade, also jetzt in diesem Video, obwohl ich da ein bisschen heiß drauf bin. Weil ich war ja beim Black Friday am Überlegen, weil da hatten sie das Steel Dingsbums Max, was ich habe, in der zweiten. Ich muss mal gucken, Moment. Mann. Nicht, dass ich was Falsches sage hier. Turtle Beach Steel Dingsbums Max 2. Siehst du? So, ja, mit Steel Dingsbums 2 findet da was. So, das ist es. Ach, bei Otto. Und zwar habe ich das Steel 700. Nee, ich habe ohne X habe ich. Steel 700 Gen habe ich. Gen Max. Gen 2 Max habe ich. Nee. Gen 2 habe ich, genau. Und ich war am Überlegen beim Black Friday. Prime Day, mir das Steel 700X Gen 2 Max zu holen. Das ist dieses hier. In diesem Blau. Weil ich das Blau-Kupfer total geil fand und das hatten sie runtergesetzt auf 99 Euro. Habe mich aber dann dafür dagegen entschieden, weil ich ja das habe, die Vorgängermodell. Und weil ich Geld sparen muss.
weil da sitzt drei Spiele. Assassin's Creed würde ich gerne haben wollen. Baphomets Fluch, Palworld, also Vierer, COD. Ja, und dann kommt jetzt noch Weihnachten und ich bin gerade noch dabei, die Heizkosten an Vermieter zu zahlen oder habe sie gezahlt und dadurch habe ich so einen kleinen Engpass. Und also nicht Engpass, also ich komme über die Runden, aber ich muss halt darauf achten, dass ich halt nicht zu viel ausgebe. Ich guck mal. Heißt das, was ich habe? Da. Nee, das ist auch das Gen. Gen 2. Nee. Turtle Beach. 700 Gen 2 Max. Für 59 Euro. PS4. Nee, das ist das, was ich habe. Praktisch dieses hier. Ja, und da gibt es halt einen Nachfolger. Das ist 700X? Nee, eigentlich ist das doch das, was ich habe. Das ist nur Gen 2. Und Max ist doch das... Ach, ich sehe nicht durch. Ich sehe nicht durch bei Turtle Beach da mit dem Hin- und Her-Gemache. So, dann würde ich jetzt hier auch einen Cut machen. Und wir werden das gleich mal auspacken. Testen kann ich es jetzt noch nicht. Wir können erstmal nur ein Unboxing machen und dann... Momentan ist halt sehr warm hier immer noch. Und dann nehme ich nur so ein leichtes Headset gerade. Also so ein Bluetooth-Headset. Aber das werde ich mal gucken, ob vielleicht schwitze ich da nicht ganz so doll drunter. Und ich muss auch noch den Keller gleich weitermachen. Wir sind noch nicht ganz fertig. Also da haben wir noch die nächste Zeit zu tun. Aber für das Video mache ich jetzt erstmal Cut. Und wir machen jetzt erstmal das Unboxing. Bis dahin. Ahoi. Sagt euer Odin.